Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Der Predigttext, das Evangelium und der Wochenspruch kommen alle aus dem Johannesevangelium. Johannes sagt über Jesus, er hat uns wunderbar beschenkt durch seine unermessliche Gnade. Das Gesetz ist durch Mose geworden. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Welch ein Grund zur Freude. Freude auch in den ganz kleinen Dingen des Alltags. Das ist das Thema auch der Predigt. Wir hören Worte aus dem Psalm 105. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündet sein Tun unter den Völkern. Singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Gott, unser Herr, er richtet in aller Welt. Ihr gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Wir beten, Herr, es ist unbegreiflich, dass wir durch Jesus Christus auch mit eingeschlossen sind in deine Verheißung, die du Abraham, Isaak und Jakob gegeben hast. Dass auch wir hier uns deine Kinder nennen dürfen und wir zu dir Vater sagen können. Öffne uns die Augen für deine Gnade im Alltag, auf dass du auch durch uns gepriesen wirst. Amen. Das Evangelium steht bei Johannes im zweiten Kapitel und ist gleichzeitig auch der Predigttext. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm:
Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringen. Du aber hast den guten Wein zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hochzeit feiern zu Zeiten von Corona. Was ist das für ein Thema unseres Predigttextes? Aber es kann uns auch weiterhelfen. Was war zuvor geschehen? Am ersten Tag des öffentlichen Auftretens von Jesus als Erwachsener wurde er getauft im Jordan. Und am nächsten Tag kamen zwei Jünger zu Jesus. Und am zweiten Tag weitere zwei Jünger. Und schon am dritten Tag kam dieses Ereignis, von dem wir eben gehört haben. Der Evangelist Johannes ist bekannt dafür, dass er ganz große Zusammenhänge darstellt zwischen uns Menschen und Gott. So etwas wie: Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder Jesus sagt von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es sind große Dinge geschehen, große Wunder, Krankenheilungen und dann auch große Speisungen von Tausenden von Leuten und sogar Tote wurden auferweckt. Und dann kommt so ein kleines, fast privates Ereignis, das ist doch schon etwas Besonderes. Wie kann das sein, dass Johannes so etwas zuerst uns berichtet? Noch dazu in einem Bereich, wo man sagen kann, naja, haben die ja selber Schuld. Das waren dann Leute, die haben sich verkalkuliert. Es waren vielleicht zu viele Gäste gekommen oder die Gäste waren zu lange geblieben oder wie dem auch sei. Jesus hat kein Aufhebens gemacht, er hat einfach Wasser zu Wein gemacht, ohne Predigt vorweg, ohne Ansprache. Ja, das hat er gemacht in einer, man könnte sagen, Luxusfrage. Denn feiern geht auch ohne Alkohol. Geht nicht? Geht nicht. Als meine Frau und ich heirateten, habe ich so, ich denke mal, 26 Kollegen, Arbeitskollegen eingeladen zur Hochzeit, persönlich. Gekommen sind nur zwei. Die anderen haben die Feier boykottiert, weil es keinen Alkohol gab. Wir haben neulich einmal die Dias betrachtet und das war doch eine tolle Erinnerung an ein wunderbares Fest mit allem Drum und Dran, mit Blitz und Donner, mit wunderbarem Wetter, mit Sonnenschein, mit Kindern und über 200 Gästen und sogar die Freiwillige Feuerwehr hat uns ein Ständchen gespielt und uns mit der Kübelspritze nass gespritzt. Warum beschreibt Johannes so ein kleines Wunder, so ein alltägliches, fast alltägliches Wunder,
gleich zu Anfang? Eine Antwort kann uns vielleicht auch ein Wort aus dem Psalm, den wir vorhin gehört haben, geben. Und zwar: redet von allen seinen Wundern, hieß es da. Auch von den scheinbar kleinen, unscheinbaren, ja, alltäglichen Dingen. Und das ist auch etwas, was uns betrifft. Von den Dingen, die wir jeden Tag mit Gott erleben. Ein Beispiel. Ich besuche seit einiger Zeit einen Freund in einem Pflegeheim. Und ich habe ihm dann angekündigt, dass ich mal ein kleines Heftchen mitnehmen werde, wo ein sehr netter Artikel drin steht, der ihn vielleicht interessiert. Gesagt, getan, ich habe dieses Heftchen, ein ganz altes Magazin, mitgebracht und wollte dann rein, konnte aber nicht, wegen eines Corona-Verdachtsfalls. Das war zu machen. Ich überlegte. Gut, dachte ich, ich gebe das einfach irgendwie einer Bediensteten dort und mit der Bitte, dass sie das dann eben auch an meinen Freund weiterleiten. Als ich dann nach einer Woche und nach zwei Wochen wiederkam, wusste mein Freund nichts davon. Keine Geschichte, kein Magazin. Ich forschte nach, ich fragte bei der Belegschaft. Keiner konnte sich daran erinnern, irgendwie so ein kleines Magazin gesehen zu haben. Nee, wie soll das aussehen? Ich habe das dann beschrieben, ziemlich klein. Aber, sagten sie, machen Sie sich keine Sorgen. Wir finden das bestimmt bei Ihrem Freund. Der hat es dann bekommen und er hat es einfach nicht gefunden. Und wir stellen alles auf den Kopf und dann wird er das dann schon haben. Fehlanzeige. Auch vier Wochen danach war es noch nicht da. Und dann einmal, als ich wieder kam, begrüßte mich gleich mein Freund zu Anfang und sagte: Ich habe eine Überraschung für dich. Vor ein paar Tagen hat man mir hier so ein kleines Magazin gegeben und hat gesagt, ich könne doch mal darin lesen. Und ich habe dann das Lesezeichen gefunden und habe diese Geschichte gelesen und sie hat mich sehr berührt. Ein Wunder für mich. Ich war begeistert. Wie konnte das passieren in so einem großen Heim mit Hunderten von Bediensteten und Insassen? Ein Grund zur Freude. Freude auch über diese Kleinigkeit. Und Freude ist etwas Besonderes, ist etwas, was uns Gott schenkt. Und zwar jedem Menschen, ob er an Gott glaubt oder nicht. Freude ist ein Geschenk Gottes an uns. Und wenn wir uns so echt freuen, dann ist das auch ein Lob an Gott. Ein Gotteslob, unsere Freude. Die Freude kommt von Gott. Auch beim fröhlichen Feiern, auch mit Alkohol. Die Gegner von Jesus, die Cheftheologen von damals, die haben Jesus als Fresser und Weinsäufer charakterisiert. Und von Johannes dem Täufer wird gesagt, er würde von wildem Honig und Heuschrecken leben. Was sagt Jesus dazu? Jesus sagt, auf die Früchte kommt es an. Auf das, was wirklich an Gutem dabei herauskommt. Und es ist so, dass man auch ohne Alkohol fröhlich sein kann und feiern kann. Das kann ich bezeugen. Und ich kann auch bezeugen, und wir haben es auch gehört in der Geschichte, dass man feiern kann mit Alkohol. Und dann ist es wichtig zu sehen, wie gehe ich damit um? Mit dem Konsum von Genussmitteln, Alkohol oder Tabak oder anderen.
Und da kann auch unsere Geschichte uns einen Hinweis geben. Wird dadurch, durch unser Handeln, Gott gepriesen? So, wie wir es vorhin im Text gehört haben. Die Herrlichkeit von Gottes Sohn wurde offenbar und die Jünger glaubten an ihn. Wenn das bei unserem Handeln, bei unseren Feiern auch der Fall ist, dass Gott verherrlicht wird, dann hat das auch Auswirkungen auf uns. Ich fasse nochmal zusammen. Drei Dinge sind mir wichtig bei Johannes und diesem Text. Zum einen, dass Johannes auch die ganz scheinbar unbedeutenden Dinge uns schildert, weil bei Gott eben nichts unbedeutend ist. Und zum anderen, dass es auch wichtig ist, darüber uns mitzuteilen, über das, was Gott mit uns getan hat. Auch diese kleinen Dinge, gerade die kleinen Dinge, mitteilen. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Und zum Dritten ist es auch so, dass man sieht, dass Johannes jemand war, der sehr genau beschrieben hat, was, wann und wo passierte. Und das hat dann durchaus den einen oder anderen dazu veranlasst, zu sagen, dass das Johannesevangelium das ursprünglichste sein könnte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Herr, unser Gott, du vollbringst Wunder, im Großen wie im Kleinen, auch in unserem Alltag, ja, jeden Tag. Lass uns genau hinschauen und dein Handeln erkennen und lass uns dann die Freude darüber mit anderen teilen. Wir brauchen das gute Gefühl, die Freude in uns, für unser Leben, für unseren Alltag, für unseren Auftrag. Deine Botschaft vom Reich des Friedens und der Freude weiterzugeben. An die Verzweifelten, die Müden, die Kranken, die Hartherzigen. Wir bitten dich, dass auch wir gnädig und barmherzig sind, wie du es mit uns bist. Wir bitten dich für die Verfolgten um deines Namens willen. Wir bitten dich für die Flüchtlinge und auch für die, die dafür Verantwortlichen. Hilf uns selbst, das Rechte zu tun und nicht auf andere zu warten. Und was noch unausgesprochen ist, sagen wir dir jetzt in der Stille. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und nun einen schönen Sonntag, Gott befohlen, bis zum nächsten Mal.